Und damit willkommen zurück zu Let's Play Deponia. In der letzten Folge haben wir es bis hierhin zum Postboten geschafft. Und wir müssen jetzt gucken wegen einem Päckchen. So. Ich frage mich immer noch, was wir mit den Katzen machen sollen, aber machen wir gleich. Gucken wir mal. Ich will noch mal zum Bürgermeister, denn mir ist was eingefallen. Ich gucke mir meine Folgen ja immer durch. Auch um eure Kommentare zu lesen. Und der Typ hat doch was von einem Erdmagnetfeld in der Schublade erzählt, ne? So. Und wir haben immer noch die Wünschelrute, die wir eigentlich nur hiermit benutzen können. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Ja. Okay, ein Kissen. Ah, das... Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Das hilft uns bei den Täubchen. So, die Täubchen haben aber auch ein Paket verschickt. Mit den Gutscheincoupons müsste das an Tonis Adresse gegangen sein. Hoffe ich zumindest. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Nö. Okay. Aber wir haben die Coupons. Was haben wir denn noch im Inventar? Erdmagnetfeld, Coupons, Narkotikum. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Und wir haben immer noch den Espress. Okay. Ich will mal was ausprobieren. Ich will mal gucken. Die Katzen müssen ja irgendeine Bedeutung haben. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Augen vom Kinderkarussell geklaut. Eine Laufbahn und die andere... Ja, leckt Briefmarken. So, und das Paket muss schwerer sein. Das heißt, im Laufband müsste es langsamer zugehen, damit das Paket langsam... Nee, da. Damit das Paket langsamer da lang rollt und... Mach mal auf. Kann ich dir den Espresso geben? Stimmt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt Sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Tatsache. Und bei dir das Narkotikum? Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Ach, da, komm, ist, Kitty, Kitty. Da ist es dann keine Tierquälerei, wie entspannt oder was? Sie auf einmal ist. Moment mal, kann ich denn... Das will ich wissen, ob das geht. Rufus ist ein Nichtsnutz! Kann ich das Ding da... Die Arbeit mit dem Erdmagnetfeld, hat der Typ ja gesagt. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrede. Ich liebe es, Gott zu spielen. Tauben verändern sich. Okay, also jetzt haben wir... Wir brauchen ein dickes Paket.
Denn der füllt das, also der füllt das ja mit Polsterfolie aus, wenn es überfrankiert ist. Jetzt ist meine Theorie, wenn die eine Katze ja langsamer läuft und die andere schnell frankiert, weil sie so hyperaktiv ist, dann müsste das Paket überfrankiert werden. So, dann ist das Paket schwerer wegen der Polsterfolie. Jetzt haben wir hier das Täubchen. Ja, aber wo bringt das Paket hin? Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus ist ein Nichtsnutz! Das macht aber keinen Sinn, weil ich muss ja an die Folie kommen und die Folie hat er. Naja, cool. Probieren wir es mal. Fehler. Warum? Dann halt nicht. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutschein, leichtes Bleigewicht aufgeben. Ja, genau. Die Adresse. Was? Versand wird initiiert. So, jetzt gucken wir mal. So, die Katze macht jetzt langsam und die frankiert jetzt ohne en masse. Cool. Okay. Also das geht. Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ah. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Ja, und... Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ja, aber wo bringt die das denn hin? Ah... Ernsthaft hier? Wie geil! Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Ja, die gebe ich dem jetzt, oder? Kann ich die? Knick. Hallo. Knick. He. Ich will die haben. Knick. Oh yeah. Fehler. Was denn? Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knick. Oh yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Ja, aber... Ah! Zettel. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ich habe eine Katze. Zwei Ersatzkatzen. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen, darum.
Was ist das bloß? Warum ich so komisch? Weil sie neuerdings sprach. Kann ich dir. Au! Sie wollen da wohl nicht mehr rein. Au! Sie wollen da wohl nicht mehr rein. Ey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Ey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Ja, und? Hilft mir das jetzt? Jetzt ist... Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut! Rufus, hey, Huhu, hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Um Schinden vom Rathausdach zu stehlen. Rufus ist ein Nichtsnutz. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Um Schinden vom Rathausdach zu stehlen. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus ist ein Nichtsnutz. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Rufus ist ein Nichtsnutz. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ach, Moment mal. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Eins. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Drei, zwei, drei. Um Schinden vom Rathausdach zu stehlen. Okay, das sehe ich jetzt erst. Ist das der... Das ist ja der Code dafür. Eins. Drei. Zwei. Drei? Das war wohl falsch. Okay. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Aha. Aber muss es doch. Drei. Vier. Acht. Sechs. Wieder falsch. Dann erst das. Also der Zettel hing ja drauf. Ich komme aber nicht ins Inventar. Um den Zettel zu benutzen. Wenn ich durch die Löcher gucke, erkenne ich, dass dieser Zettel stinklangweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Ja, du Witzbold. Das hilft mir nicht. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt, ja, muss bestimmt es. Nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Eins. Drei, vier, acht, neun. Oder vier, sieben. Wieder falsch.